So, wir sprechen jetzt über Vorratsdatenspeicherung. Dazu habe ich die Innenministerin hier bei mir, die Frau Mickl-Leitner. Also was Sie genau vorhaben, ist das Folgende. Sie wollen von sämtlichen 8 Millionen Österreichern und auch Österreicherinnen sämtliche Kommunikationsinformationen prophylaktisch speichern. Hat man nicht recht auf ein Privatleben? Jetzt einmal so als erste Frage. Schauen Sie, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Die jungen Leute schreiben uns freiwillig über Facebook und Twitter, wo sie sich gerade mit wem aufhalten. Auf Tinder kann ich sogar lesen, wer auf wen steht. Es fehlen eigentlich nur mehr die Älteren, 40 plus, die tanzen noch nicht freiwillig. Also ich bin noch nicht ganz 40 plus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich freiwillig irgendwas sage. Sie werden es schon noch freiwillig machen. Schauen Sie mal auf meinen Hals. Was sehen Sie da um meinen Hals? Was einen ist das? Reifen? Das ist kein Reifen, das ist eine Überwachungskamera. Schauen Sie mal, Sie spiegeln sich da drinnen, ja, wenn Sie und? Genau hinschauen. Das werden, ja und, was mache ich mit der? Muss ich die jetzt tragen oder was? Muss ich die jetzt tragen? Wozu soll ich die tragen? Das ist ja Blödsinn, ich trage die sicher nicht. Das werden alle Erwachsenen erstens tragen und zweitens werden wir Apple draufschreiben und 800 Euro dafür verlangen. Und Sie werden sehen, die Leute werden sich freiwillig um den Hals hängen. Tja, sicher nicht. Ja. Nein. Wir machen 24 Monatsbindungen, auch 19,90 Euro. Die Leute werden Schlange stehen. Darauf falle ich sicher nicht hinein, das sage ich Ihnen jetzt. Wir werden Sie auch noch kriegen, Frau Lorenz Dietl-Bacher, das verspreche ich Ihnen. Sicher nicht. Nein. Ich bleib dran. Ja, können Sie schon. Sie hat recht behalten, sie ist dran geblieben wie eine Klette. Verfolgt sie mich jetzt auf Schritt und Tritt? Uneingeladen sitzt sie jetzt hier neben mir in der Zeit im Bild. Ja, und jetzt habe ich gelesen, Sie haben ja tatsächlich auf Twitter geschrieben, dass Sie einen Schneemann baut haben. Was haben Sie denn vorher gemacht, ne? Was haben Sie den ganzen Tag sonst gemacht? Das wissen wir noch nicht. Ja, wenn Sie das so interessiert, erzähle ich Ihnen. Also, um 7 Uhr bin ich aufgewacht. Ja? Um 7.01 Uhr bin ich dann aufgestanden. Um 7.02 Uhr habe ich das Spielzeug der Kinder weggeräumt. Ja? Um 7.03 Uhr war ich dann beim Kühlschrank und habe mir gedacht, nein, ich muss vorher noch Zähne putzen. Um 7.04 Uhr war ich im Badezimmer, habe dann die Zahnbürste genommen und natürlich auch die Zahnpasta, habe sie draufgeschmiert und dann 10 Minuten kreisförmig meine Zähne geputzt. Ja? Dann um 7.15 Uhr war ich fertig, war wieder beim Kühlschrank und dann habe ich mir gedacht, um 7.15 Uhr... Tun Sie mir jetzt gerade schön... Ist das wirklich Ihr Privatleben? Wenn das schon das Privatleben von einem VIP ist, wie ist denn dann ein Privatleben von wen normalen? Ja, das sind Sie selber schuld. Das haben Sie sich selbst jetzt eingebrockt, ja? Dass Sie sich durch diesen Müll jetzt durcharbeiten müssen. Ja? Ich gehe weiter. Und zwar um 7.17 Uhr bin ich dann vom Kühlschrank erneut gestanden und habe gesagt, nein, ich habe Zähne schon geputzt, ich kann jetzt nichts essen. Dann habe ich rausgeschaut beim Fenster, da war eine Katze, die hat gespielt. Dann habe ich um 7.17 Uhr endlich meine Kamera... Okay, Sie haben mich überzeugt, Vorratsdatenspeicherung ist gestorben. Das ist ja wirklich fad. Maschek, meine Damen und Herren.